Herzlich willkommen zum Podcast Modern Work trifft Arbeit. Mein Name ist Selina und heute habe ich meinen Kollegen Marco Rutzke zu Gast. Er ist Managing Partner bei der Nettas GmbH und Ideengeber sowie Erfinder der HXAIO Produktserie. Zahlreiche Apps für die Tisch- und Raumbuchung. Er hat die Idee vorangetrieben, mobile und buchbare Räume zu entwickeln sowie intelligente und nachhaltige Schreibtische mit integrierter Schreibtischheizung zu kreieren. Lieber Marco, schön, dass du da bist. Möchtest du noch etwas zu den Ausführungen von mir ergänzen? Liebe Selina, vielen Dank für die Einladung und die nette Anmoderation. Du hast so viele Schlagwörter in den Raum geworfen, dass ich ganz überwältigt bin. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns später im Detail zu den einzelnen Themen unterhalten und ich dann entsprechende Ausführungen im Detail dazu machen kann. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein kann. Und lass uns mal schauen, wo uns die gemeinsame Reise jetzt hinführt. Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Als ich zu dir mit dieser Idee kam, gerne den Podcast zum Thema Modern Work ins Leben zu rufen, warst du auch direkt überzeugt. Und durch dich kam auch die Begrifflichkeit von Modern Work überhaupt erst zustande. Warum eigentlich? Das ist eine längere Geschichte. Ich muss zugeben, das Thema Modern Work ist ja schon ein Stück weit älter und wurde damals auch immer als New Work bezeichnet. Und ich habe natürlich auch einige Geschäftspartner, die sich in diesem Umfeld bewegen. Und da ist so ein Hype entstanden, schon im Jahr 2014 um das Thema New Work. Und ich fand das eigentlich immer alles so, wie soll ich das sagen, so übertrieben, das Thema New. Und sagte eigentlich, naja, eigentlich ist das ja mehr in diese Richtung Modern Work, weil wir tun es ja schon. Wir nutzen es bloß nicht ausgiebig. Und wie man das ja heute so einige Jahre später sieht, hat sich das einfach nur ein Stück weit verfestigt. Und auch vor allen Dingen durch die Pandemie, ist es noch vorangetrieben worden, das ganze Thema. Und ich vergleiche das immer so gern mit einem Automobilhersteller, der ein Automobil auf den Markt bringt. Das Automobil hat eine Entwicklungszeit von 4 bis 8 Jahren. Das heißt, bis das Fahrzeug tatsächlich auf der Straße ist, vergeht eine ganze Weile, mindestens eigentlich 4 Jahre. Und die technische Entwicklung ist dann, was wir heute fahren, eigentlich schon 4 Jahre wiederum alt. Und das, was heute entwickelt wird, was aus meiner Sicht dann neu ist, ist erst in 4 Jahren wieder auf dem Markt. Bedeutet, wir haben eigentlich immer nur die Möglichkeit, ein modernes Fahrzeug zu fahren. Und genauso sehe ich das auch hier bei diesen Themen. Es ist eine Form der modernen Arbeit, weil es nicht neu ist, weil es die Konzepte einfach auch schon vorher gab und auch schon die Technologien. Vielleicht nicht so ausgereift, aber in dem Moment natürlich schon vorhanden. Und deswegen ist mir diese Begrifflichkeit New einfach zu overdressed. Und ich würde auch sagen, für viele in den Unternehmen ist natürlich neu teilweise auch ein absteigendes Wort. Weil alles, was neu ist, bei den allermeisten Menschen immer erstmal so eine Haltung auslöst. Naja, lass uns mal schauen, wie neu eigentlich so ist, wie das stattfindet. Was bedeutet das für mich? Wenn man sagt, das ist modern, spricht man aus meiner Sicht schon eher die Leute an, weil man sagt, okay, pass mal auf, es wird schon praktiziert und gelebt und du musst eigentlich nur noch mitmachen. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, den ganzen Podcast Modern Work trifft Arbeit auch zu benennen. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Arbeitskontext zurückkommen, was ist denn also dann Modern Work für dich im Arbeitskontext? Modern Work im Arbeitskontext, in der Büroarbeit würde ich es mal ganz kurz noch spezifizieren, heißt eigentlich für mich, dass man digital zusammenarbeitet, dass man nicht immer nur zwingend physisch irgendwo sich trifft und dann ein Blatt Papier und Stift auspackt oder sein Notebook und dann nebeneinander setzt, sondern dass man das eben auch remote macht, dass man es über Konferenzen macht, dass man es standortübergreifend relativ schnell machen muss, ohne sich erst ins Auto zu setzen und irgendwo zu treffen. Das heißt eigentlich für mich so diese moderne Arbeitsform und auch der zeitliche Aspekt, dass man zu verschiedenen Zeiten einfach miteinander arbeiten kann, führt manchmal natürlich auch, haben wir ja auch selbst untereinander zu Problemen. Der eine, der kann da nicht, der andere kann da nicht. Und dann hat man wieder so diese Terminfindungsschwierigkeiten. Aber ich denke, man lernt irgendwann schon damit ganz gut umzugehen und Praktiken zu entwickeln, wie man das einfach auch schneller nutzen kann in Abstimmungen. Und dass man vielleicht nicht immer erst eine E-Mail schreibt, um einen Termin abzustimmen, sondern das im Chat macht oder sogar seinen Kalenderteil freigibt oder über verschiedene Applikationen, die sowas ermöglichen, um da halt nicht in hinterer zu sein, auf Basis der Terminfindungsschwierigkeiten, sondern zu sagen, okay, lass uns da mal gucken, wie man schneller zusammenkommt. Bedeutet aber für mich trotzdem auch, modernes Arbeiten ist schon ein Stück weit die Aufhebung von Beruf und Privat, die man da stattfinden lässt, weil
dies wiederum eine gewisse Flexibilität natürlich auch in der Arbeit gibt und man hat halt nicht diesen klassischen 8-Stunden-Arbeitstag, der früh beginnt und nachmittags endet, sondern es geht über den Tag. Dafür kann man natürlich aber auch wieder private Dinge besser mit einfließen lassen. Und das ist aus meiner Sicht schon auch ein schwieriges Feld für einige, die das nicht gewohnt sind und dies vielleicht aber dann auch nicht wollen, weil sie sagen, okay, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Ich möchte nach Hause gehen und dann ist die Arbeit vorbei. Das muss ich halt sagen, das ist in dem Kontext natürlich schwierig zu betrachten. Hat dann die Führungskraft nicht für dich auch andere Aufgaben bekommen, dadurch, dass halt eben Beruf und Arbeit miteinander verfließen, hinsichtlich auch mentale Gesundheit? Da hast du natürlich vollkommen recht an der Stelle. Und das ist ja natürlich auch bei Führungskräften selbst ein riesengroßes Thema, ne? Also aus meiner Sicht, Führungskräfte sind ja niemals Arbeiter, die eigentlich nur 8 Stunden in der Regel von früh bis nachmittags arbeiten, sondern sie sind ja immer irgendwo erreichbar, um auch für ihre Mitarbeiter dort zur Verfügung zu stehen, etc. Sie müssten das aus meiner Sicht auch aus der Vergangenheit schon kennen und natürlich auch ihre Methodiken, die sie dort für sich erprobt haben, angeeignet haben, vielleicht ihren Mitarbeitern weitergeben. Aber das Thema ist ein sehr schwieriges, vor allen Dingen was das Thema mentale Gesundheit angeht. Da muss ich auch dazu sagen, da strauchelt man ja selbst manchmal bei sich und sagt, okay, wo hört's auf? Oder besser gesagt, wo beginnt's und wo hört's eigentlich auf? Wo sollte man dann wieder mal sagen, jetzt ist aber mal wirklich Schicht im Schacht und jetzt bist du mal gegebenenfalls nicht erreichbar? Da gibt's natürlich verschiedene Spezialisten, die verschiedene, ich sag mal, Trainings und auch Praktiken entwickelt haben. Und ich bin der Meinung, das sollte eher mehr eine Teamdiskussion oder eine Kulturdiskussion in dem jeweiligen Unternehmen stattfinden. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Die Führungskräfte sollten das aus meiner Sicht schon einleiten, auf jeden Fall, dass man sich dazu unterhält. Sollten auch ihre Anforderungen, was sie erwarten, den Mitarbeitern mitteilen, wenn man sowas einführt. Und die Mitarbeiter sollten aber gleichzeitig auch der Führungskraft mitteilen, was sie halt von dem Thema und dem Umgang erwarten. Und dann muss man natürlich mit der Belegschaft schauen, dass man auch einen Konsens miteinander findet, ne? Also wenn man nämlich eine Gruppe hat, die das so praktizieren wollen und eine andere Gruppe, die das so praktizieren wollen, dann kann das natürlich relativ weit auseinanderdriften. Und dann kommen ja noch auch die rechtlichen Aspekte mitzutragen, die alle mit beachtet werden müssen. Und da muss man dazu sagen, unser Recht ist nicht für diesen Themenbereich eigentlich angepasst bis jetzt. Und da tut sich auch unser Arbeitsministerium immer noch schwer, natürlich auch verschiedene Gewerkschaften und verschiedene Bündnisse, die damit dahinter stehen. Aber es bewegt sich was. Das kann man schon wahrnehmen. Und um auch mit Innovationen weltweit nach wie vor Schritt zu halten in unserem Land, muss man auch was bewegen und kann nicht immer ganz starr sein. Allerdings haben wir ja auch ein großes Thema. Andere Nationen haben natürlich auch eine ganz andere Power von Personal. Wir hier in Deutschland haben natürlich auch aufgrund unserer Altersstruktur, den demografischen Wandel und auch unserer Problematik, die wir immer wieder selber verursachen mit Zuzug und Arbeitsmigration, verschiedene Themen einfach auf der Uhr, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass uns die Leute nicht mental erkranken, weil wir einfach nicht unbegrenzte Ressourcen haben, unsere Ingenieure und unsere Know-how-Träger. Das muss man ganz einfach sagen. Und deswegen ist das schon zweiseitiges Schwert, was man da betrachten muss. Aber ich denke, es sollte aus meiner Sicht einen gesetzlichen, flexiblen Rahmen geben und es sollte die Möglichkeit geben, immer zwischen Belegschaft und Unternehmensführung dort einen Konsens zu schaffen. Und wenn eine Konsensvereinbarung, also man kann ja eine Betriebsvereinbarung dazu auch dann schließen, geschaffen worden ist, dann sollte man das auch im gesetzlichen Rahmen anerkennen und die Hürden nicht mehr so oder die Zügel nicht mehr so straff seitens der gesetzlichen Regulierung legen, sondern eher sagen, okay, es muss halt eine Einigung geben, die beide Parteien irgendwo getroffen haben. Du hast jetzt auch gerade die Zuwanderung angesprochen. Ist dann quasi für dich Innovationskraft oder auch modernes Arbeiten nur durch Zuwanderung möglich? Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Also ich glaube, dass Innovation durch externe Einflüsse vorangetrieben wird. Also wenn man in seiner Seifenblase wohnt und lebt, wo soll man dann eigentlich aus meiner Sicht neue Ideen herbekommen? Das ist ja wie früher, wo die Menschen um die Welt gereist sind und mit vielen neuen Ideen zurückgekommen sind, weil sie einfach was anderes gesehen haben. Und teilweise sind ja neue Ideen, neue Schöpfungen nur eine Rekreation von verschiedenen Dingen, weil mal angenommen, ich habe mein Toolset, was auf meinem Tisch liegt und habe ein anderes Toolset noch kennengelernt. Und dann überlege ich ja, das andere Toolset, der Kollege hat das vielleicht dort in dem
sage ich mal, anderen Land als Beispiel, so und so gehandhabt. Und wenn ich das jetzt bei mir mit einführe und mit meinen schon bestehenden Tools kombiniere, dann schaffe ich vielleicht ein ganz anderes Produkt oder eine ganz andere Innovation daraus zu kreieren und in eine neue Wertschöpfung und einen Vorteil daraus zu erstellen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass Innovation schon durch Zuwanderung befeuert wird an der Stelle. Weil, wenn man die Vergangenheit einfach mal so anschaut, neue Dinge entstehen ja meistens dadurch, dass man auch eine Anforderung, also im Englischen sagt man ja Need, bei sich hat. Und dann braucht man natürlich dazu eine Lösung. Und die Lösung, die kann halt manchmal mit den eigenen Dingen nicht geschaffen werden. Und plötzlich stellt man fest, ach, da hat mir ja nur ein Baustein gefehlt. Und der kommt halt jetzt woanders her. Und deswegen glaube ich auch, dass die Zuwanderung uns wirklich gut tut. Und aus meiner Sicht, wir kommen ja hier aus Sachsen. Und wenn man mal Sachsen betrachtet, war Sachsen eigentlich schon immer ein Zuwanderungsland. Auch wenn das manchmal im externen Medienberichterstattungen durch einige Leute, die das etwas anders darstellen, nicht in der Medienbranche will ich damit sagen, sondern auch hier, die das versuchen anders zu verkaufen in unserem Bundesland hier, aus meiner Sicht fehldarstellen, die vergessen ganz einfach, was Sachsen mal groß gemacht hat. Also wenn man mal schaut, im Bereich Chemnitz, Richard Hartmann, der Dampfmaschinenhersteller, der war auch kein originärer Sachse. Also muss man mal auch so sagen, war auch ein Zugereister. Und da gibt es hunderte Beispiele dazu. Und ich werbe einfach immer für Offenheit und dafür engagieren wir uns auch. Eine Wirtschaft, die funktioniert, muss offen sein. Die Zuwanderung bringt ja dann auch Entlastung für die eigenen Arbeitnehmer, was dann wiederum die mentale Gesundheit auch für den eigenen Arbeitnehmer dann fördert. Ja, genau. Das ist richtig. Man muss aber dazu sagen, es ist ja so ein Stück weit schon schwierig bei uns, das zu differenzieren, wer eigentlich mentale Gesundheit braucht, was mentale Gesundheit bedeutet. Weil wenn ich mir mal anschaue, dass es Gewerke gibt, die nur 32 Stunden Arbeitswoche dorthin legen, und wir haben dort wirklich Probleme, Leute in der Produktion zu finden und die Gewerkschaften wollen die Stunden noch herunterkürzen bei vollem Gehaltsausgleich, da muss ich auch sagen, so funktioniert das nicht. Ne? Dann wird man uns einfach definitiv abhängen und auch die Leute, die hier zuwandern, werden dann wahrscheinlich den besseren Job einfach machen, weil sie dann auch fleißiger sind. Und eigentlich hatte ich immer so, ja, von Deutschland eigentlich so dieses Fleißthema. Ich glaube, dass wir das eigentlich gepachtet hatten, aber zurzeit habe ich nicht dieses Gefühl, dass in allen Bereichen diese Bereitschaft zur Leistung da ist. Und richtig auf jeden Fall oder wichtig ist, dass die Leute, die sehr stark voran einfach auch Know-how-Träger sind, in der Produktion eingebunden sind und dort übermäßig viel arbeiten, irgendwo auch geschützt werden müssen. Und das Thema mentale Gesundheit spielt da natürlich rein. Aber gleichzeitig man auch teilweise einige auffordern muss, etwas mehr zu tun. Ansonsten wird es mit der Zuwanderung relativ schnell so auch aussehen, dass gewisse Jobs dann einfach ersetzt werden. Oder man muss ganz ehrlich sagen, die Industrialisierung, wie wir sie ja jetzt haben und die ja sehr fortschreitet, auch mit KI und so weiter und so fort, wird dann gewisse Jobs einfach auch ersetzen und damit besser machen. Und das ist eine sehr, ich finde, bin der Meinung, das ist eine sehr spannende Zeit. Das ist eigentlich aus meiner Sicht fast wie damals, wo man die Dampfmaschine erfunden hat. Weil da hat sich auch so viel bewegt. In ähnlichen Zeiten aus meiner Sicht leben wir heute, auch wenn man das ganze Thema Automatisierung und KI und so weiter, also Artificial Intelligence mit betrachtet, wird das noch sehr spannend werden, wie sich das ganze Thema gestaltet. Ich denke auch, wir können jetzt teilweise noch gar nicht absehen, wo das noch irgendwann mal hinführen kann, mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz, AI und so weiter und so fort. Das bleibt auf jeden Fall noch spannend, sowohl für den klassischen Büroteil, Verwaltung, als aber auch für die Industrie. Genau. Und wir müssen ja immer von beiden Teilen eigentlich sprechen. Ne? Also jeder Industriebetrieb hat ja eine Verwaltung mit dem Büroteil, die oftmals die irgendwo in dem, ich sag mal, industriellen Teil sind, die sagen immer die da oben im Büro. Und die oben im Büro sagen immer die da unten, die da produzieren. Das muss man zum Beispiel auch so ein Stück weit abschaffen, aus meiner Sicht. Ne? Und da bin ich auch dafür, dass man die alle näher zusammenbringt, damit man auch ein gegenseitiges Verständnis für die Arbeit hat. Weil es kann ja keiner ohne den anderen eigentlich seinen Job richtig machen, weil jeder braucht irgendwie denjenigen, der ihm dazu arbeitet. Und in dieser gesamten Wertschöpfungskette, die ja von A bis Z läuft, ist es wichtig zu verstehen,
was man da tut, wen man dazu braucht, was eigentlich auch die Prozesse ringsrum sind und nicht bloß zu sagen, ich mache jetzt hier mal meinen Job und dann bin ich eigentlich wieder weg, sondern auch wieder so dieses Wort Beruf kommt ja eigentlich von Berufung, ne? Seinen Beruf wirklich gut auszuwählen, zu machen, wenn man feststellt, das ist vielleicht nicht der richtige Beruf für mich und man ist unglücklich, das ist auch was für meine Begriffe mit mentaler Gesundheit, dann auch wirklich zu gucken, ob man den Spurwechsel hinbekommt. Dazu gibt es ja auch verschiedene Programme seitens der Arbeitsagentur, was da angeboten wird, auch wenn man vielleicht schon etwas älter ist. Dieses lebenslange Lernen sollte ja immer stattfinden und ich glaube auch, das hält uns auch so ein Stück weit, bin ich schon der Meinung, mental fit, wenn man nicht beginnt, eigentlich in irgendeinen Trott zu verfallen. Also man muss immer einerseits sagen, man darf halt nicht zu viel machen, aber man darf halt sich auch nicht gehen lassen. Und ich finde es auch sehr spannend, wenn man jetzt so mal Verwaltung, Büro und Industrie nimmt und dahingehend mal schaut, wer versteht was unter modernes Arbeiten. Das ist ja auch komplett unterschiedlich. In der Verwaltung, Büro ist es, sag ich mal, dieses moderne Arbeiten schon viel, viel mehr auch angekommen, wie jetzt beispielsweise in der Industrie. Wir hatten uns ja letztens auch gemeinsam mal mit jemandem unterhalten, da ging es um den Shopfloor. Wenn ich da noch höre, dass die teilweise haptische Steckkarten stecken und in der Verwaltung wird dann schon über Apps irgendwie der Tisch gebucht, das ist, finde ich, auch irgendwie krass, wie unterschiedlich da Modern Work definiert wird. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema im Übrigen mit der analogen und der digitalen Welt. Man kann ja schon froh sein, wenn sie es, ich sag mal so, definitiv adaptiert haben, dass sie es analog nutzen, dass man noch mit Karten arbeitet, weil die Prinzipien sind ja schon sehr alt. Ich sage aber mal so, in jedem größeren Industriebetrieb ist das ja schon ähnlich aufgebaut. Aber du hast da vollkommen recht, dass in der Verwaltung das teilweise moderner gedacht wird, als in den klassischen Gewerkehallen, würde ich es mal so nennen. Ja, das ist einfach Praxis dahingehend. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das halt auch immer ein Thema ist von denjenigen, die da unten stehen, die ja definitiv dort produzieren müssen auf Leistung irgendwo. Ob dann deswegen das auch scheut, von den Entscheidern her dort Veränderungen einfach mal vorzunehmen, wenn man aus der Sicht vielleicht nicht das Potenzial jetzt so direkt gleich sieht, das zu verbessern. Weil ich sag mal, eine Veränderung hat ja auch immer erstmal einen kurzen Produktivitätsverlust zur Folge. Das heißt ja, wenn ich was Neues einführe, bis ich alle da auf einem Niveau habe, dass es alles verstanden ist, dass die Prozesse wieder laufen, dass sie mit der Technik zurechtkommen, etc. Das braucht natürlich einen kurzen Moment. Und in einer laufenden Produktion ist das ja immer schwieriger. Also muss man ja dann eigentlich schon wieder Teams bilden, die man umschult und dann auf den neuen Standard hebt und diesen Migrationsprozess starten. Und das kostet natürlich einerseits Geld. Dazu muss die Unternehmensleitung bereit sein, das Geld auszugeben. Und andererseits auch ja, bedeutet das natürlich, dass alle mitgenommen werden müssen. Und das ist nicht so einfach, vor allem auch in den größeren Industriebetrieben hier bei uns. Und oftmals kommt ja nur dieser Trigger, wenn wirklich ein Problem da ist, dass man sich damit dann auch beschäftigt. Und ich glaube, die sehen das einfach noch nicht, dass die Effizienz damit entsprechend gut gesteigert werden könnte, wenn man es digitalisiert, sondern man sieht vielleicht eher mehr, am Anfang hat man wieder Einführungsprobleme und dann klappt vielleicht das noch nicht so und dann könnte das ja ein Problem geben. Ich glaube, die Problematik ist dann eher in der Führung auch zu suchen, dass man vielleicht nicht die Methodiken kennt, wie man sowas gut erprobt und auch diesen Einführungsprozess agil gestaltet und die Leute mitnimmt, sondern da sollte man vielleicht auch ansetzen, vielleicht einfach mal mit Consultants und Trainerns und auch mit anderen Best-Practice-Beispielen mal zu unterstützen, solchen Industrien unter die Arme zu greifen. Also ich kenne da ja auch gute Leute, Trainer, die sich mit dem ganzen Thema Agilität dort mit auseinandersetzen und die genau auch so ein Führungskräftetraining da machen. Und wir haben das auch selbst bei uns ja schon mitgemacht, auch in der Softwareentwicklungsabteilung. Und dann habe ich auch mit teilgenommen und habe da auch wirklich viel dazugelernt. Das sollte man halt sich sehr offen zeigen. Und da, glaube ich, ist eine Menge Potenzial. Ich bin auch davon überzeugt, wenn sich Unternehmen aus der Industrie einen passenden Partner dazu heranziehen, der von extern kommt, der auch nochmal vielleicht einen anderen Blick auf das Unternehmen wirft, weil man kennt es ja selber von sich auch, man hat teilweise auch Scheuklappen einfach auf, wenn man seit mehreren Jahren im gleichen Unternehmen arbeitet und wenn dann noch jemand mal kommt von extern, dass es einem vielleicht nochmal vorrechnet, was jetzt die jetzige Produktion kostet, also was die Produktion dann in der Zukunft für Kosten einspart. Und wenn jetzt was umgeändert wird, ich glaube, das bringt auch nochmal vielen Unternehmen was, um den letzten Schritt quasi zu gehen, wirklich zu sagen, ich führe jetzt zum Beispiel eine digitale Lagerhaltung ein, beispielsweise.
Ein wichtiger Punkt ist auch, man sollte nicht immer nur versuchen, Kosten einzusparen. Man sollte sie natürlich definitiv versuchen, nicht zu vergrößern, ne, die Kosten. Aber ich glaube, es geht gar nicht immer reinweg nur um diese ganze Einsparung, sondern es sollte ja auch so sein, dass man ein Unternehmen in die Zukunft führen möchte. Und wenn man das Unternehmen in die Zukunft führen möchte, geht es auch eher darum, dass man einfach auch mitgeht, ne? Also wieder das im Unternehmen in der Moderne hält und nicht in die Vergangenheit abdriften lässt, ne? Ich muss nicht das Unternehmen sein, was die neuesten Technologien einsetzt und dann in dem Moment das Wort New mir raus auf die Fahne schreiben kann, sondern ich muss das Unternehmen sein, was einfach mit der Zeit geht und nicht dann irgendwann halt nicht mehr am Markt ist, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe mich jetzt mit wieder mal auf den aktuell technologischen Stand gehoben, egal ob das jetzt technisch reinweg nur ist oder aber auch in der Art des Umgangs miteinander, der Arbeitsweise und so weiter und so fort, ich eine Bestandschance habe in Zukunft. Und wir sehen das ja gerade auch in der Automobilindustrie sehr stark, ne? Also die chinesischen Autobauer haben das natürlich clever gemacht, früher mit ihren Joint Ventures, haben Know-how abgezogen, haben ihre guten Schüler bei uns hier in die Universitäten geschickt. Die sind alle nicht lange geblieben, die sind nach 5 Jahren dann wieder zurückgegangen mit dem Know-how. Und heute sehen wir teilweise Dinge, wo wir sagen müssen, oh, die überholen uns ja bei manchen Technologien jetzt schon mal rechts. Und was machen wir denn jetzt eigentlich? Und diese Trägheit muss halt auch bei uns irgendwo mal weggenommen werden, dieses schon bei uns zu eingeschliffene System, meiner Sicht, Trägheit der Masse. Dass unsere Masse uns halt irgendwo dann auch, die wir ja aufgebaut haben an Vorschriften und so weiter und so fort, da anfängt zu bremsen und die Innovation da rausnimmt. Da sollten wir wirklich was tun. Und wir haben das Potenzial dazu. Wir müssen es aber halt besser kombinieren. Auch geht das ganze Thema Ausbildung und Schule und Universität so ein Stück weit anders zu denken. Weil wenn man das sieht, dass BYD 90.000 Softwareentwickler für die Autosoftware hat. Das ist doch klar, dass die in 2 bis 3 Jahren fertig sind. Und wenn man heute den Volkswagen-Konzern dann mal anschaut, der eigentlich Ewigkeiten braucht und teilweise zurückrudern muss, um ein einheitliches OS für seine Autos da auf die Beine zu bringen, das ist schon schwierig. Oder Over-the-Air-Updates, die nicht funktionieren bei einer ID3-Einführung und teilweise Autos dort per Hand geflasht werden müssen, die alle auf dem Hof stehen. Also das ist, wir sitzen ja in der Nähe von Zwickau und kriegen das ja teilweise dann auch mit, schon schwierig. Da glaube ich, da ist so viel Potenzial da und ja, da können wir uns eigentlich Stunden drüber unterhalten. Du hast jetzt auch schon die ganze ökonomische Nachhaltigkeit angesprochen. Das heißt, mein Unternehmen möglichst lang am Markt zu halten oder am besten so lange wie möglich am Markt zu halten, ist ja ein Punkt dieser Nachhaltigkeit. Jetzt gibt es aber auch noch die soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Und ich kenne dich jetzt mittlerweile auch schon länger. Das ganze Thema Nachhaltigkeit liegt dir ja sehr am Herzen, Marco. Vielleicht kannst du da auch noch mal darauf eingehen, was für dich Nachhaltigkeit im Rahmen von Modern Work ist. Ja, sehr gern. Vielleicht auch kurz vorweg, ja, wenn man dann Kinder hat, dann sieht man das Thema mit der Nachhaltigkeit plötzlich nochmal mit anderen Augen. Vorher ist das immer so, ja, man will seinen Fußabdruck ökologisch natürlich minimal irgendwo halten, aber mit Kindern wird das noch ein Stück weit anders, wie ich das schon sagte. Und wo wir damals 2016 begonnen haben, auch eben dieses Thema Modernität noch so ein Stück weit weiter zu denken. Also man muss dazu sagen, die Netas GmbH hat ja schon 2008 und 9 mit Office Communication Server gearbeitet, experimentiert, das ist schon im ersten Hosting angeboten. Dann ging das über Lync, wo man dann halt sich gemeinsam austauschen konnte, über Chats, über Telefon und über Online-Konferenzen hin zu Skype for Business. Und heute haben wir das ganze Thema ja mit Teams. Und mit Skype for Business hat das natürlich auch so eine Stufe erfahren, wo man sagt, ja, das war dann wirklich auf einem Niveau mittlerweile, wo man gut miteinander arbeiten konnte. Und damals hatten wir eben auch überlegt, wie kann man das eigentlich noch besser ins Büro hereintragen und was ist denn notwendig, um nachhaltiger zu sein? Und wenn man so bei verschiedenen Kunden unterwegs ist und auch so verschiedene Pitches dann mal mitmacht, dann sieht man natürlich einiges. Und da kommt wieder genau das Thema, was wir ja vorher hatten. Wenn man natürlich externe Einflüsse hat, bekommt man auch neue Ideen. Damit hat man Innovation und Schöpfungskraft natürlich auch. Und dahingehend haben wir begonnen natürlich zu sagen, okay, wir müssen eigentlich gar nicht die Ressourcen, wie sie heute so genutzt werden, weiter nutzen in diesem Umfeld, weil wenn Mitarbeiter nach und nach zum Beispiel jetzt gar nicht mehr in dem Büro vielleicht einzeln untergebracht sind, sondern in Großraumoffices sitzen oder auch im Homeoffice, gibt es ja Möglichkeiten, dort Einsparungen zu treffen in Form
Ich habe eine Energieeinsparung, weil ich das Licht nicht dauerhaft irgendwo aktiviert haben muss. Ich habe eine Einsparung, weil die Heizung eigentlich dort in demjenigen Raum gar nicht mehr dort hochgeregelt werden muss, weil vielleicht morgen ja sowieso niemand kommt. All solche Themen. Und damit haben wir uns beschäftigt und haben gesagt, okay, wir können eigentlich ein Arbeitsplatzkonzept abseits dieses klassischen, ich sag mal, Box-Denkens, jeder hat sein Büro, vielleicht sitzen da zwei, drei, vier Leute drin, je nachdem wie viel auch immer, kreieren für Großraumbüros, aber trotzdem diesen Wunsch nach individueller Räumlichkeit gewährleisten und sind da auf die Möglichkeit gekommen, dass man halt in den größeren Büros halt kleine Parzellen, ich würde sie jetzt einfach mal, wie wir es dann gemacht haben, auch später Cubes nennen, und entsprechend nur, wenn der Arbeitsplatz gebucht ist oder wenn der Raum gebucht ist, auch die elektrischen Verbraucher freischalten. Und natürlich kann man dort auch ein bisschen besser jonglieren, was die Energiebilanz angeht, weil wir haben dann auch in Zeiten von der Pandemie natürlich begonnen und den Einsparungen, die man treffen musste, generell ja auch, zum Beispiel die Raumtemperatur runterzunehmen und dafür aber die Tische halt zu heizen. Und das ist gut angekommen, weil die meisten, die am Tisch sitzen, die haben irgendwo immer kalte Beine, kalte Füße und kalte Hände. Mit einer Tischplattenheizung ist das sehr praktikabel, weil die Tischplatte ist warm, die hat eine Strahlungsenergie nach oben und nach unten, je nachdem, wie das halt dann designt ist. Und man hat dann wieder das nicht das Problem mit den so kalten Händen und den kalten Füßen und den kalten Beinen. Und man aktiviert es aber nur, wenn der Tisch tatsächlich auch gebucht ist, ne? Der Mitarbeiter, der den quasi nicht gebucht hat, der wird das spätestens dann nachholen, wenn er den elektrischen Verbraucher vermisst und die Heizung benötigt. So ist es auch ein Trainingseffekt gleichzeitig noch mit. Und insgesamt kann man die Energiekosten dort schon, jetzt mal ganz grob gerechnet bei uns, was wir so gesehen haben, 20-25% allein damit reduzieren. Und Stromverbrauch spielt natürlich auch noch mit eine große Rolle. Und das sollten wir eine ganze Menge mehr tun, ne? Allein in diesem Bereich. Und auch wenn man mal das gesamte Gebäude sieht, wenn man nicht mehr diese komplette Fläche vorhalten muss, weil vielleicht sich ein gewisser Prozentsatz dauerhaft im Homeoffice befindet. Das sollte man schon rausfinden. Hier hat man natürlich aber wieder die Rahmenbedingungen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, dass ja eigentlich jedem Mitarbeiter ein Büroarbeitsplatz zusteht. Und da muss man wirklich schauen, was ist denn jetzt mein Overhead? Ne? Wie viele sind tatsächlich immer eigentlich im Durchschnitt im Urlaub? Wie viele Kranktage habe ich? Was ist denn die Arbeitsplatzzahl, die ich wirklich vorhalten muss? Und die ich auch nachweisen muss entsprechend gegenüber. Und das ist nicht so einfach, aber das ist auf jeden Fall lösbar. Sollte man natürlich zuerst mal eine Analyse starten, bevor man so ein Projekt beginnt. Und vor allen Dingen, wenn man dann ja vielleicht noch einen Neubau macht, der neu ausgerichtet wird oder einen Umbau oder vielleicht Flächen abgibt in einem bestehenden Mietvertrag, bietet sich sowas natürlich immer an. Und auch bei Neubau und Umbau und Flächenoptimierung sollte man natürlich auch wieder auf die Nachhaltigkeit Wert legen. Also das betrifft natürlich auch Materialien, die eingesetzt werden und alles andere, was die Einsparung natürlich von Energie in jeglicher Art dann anbetrifft. Du hast zwei wichtige Themen angesprochen. Zum einen die Gesetzgebung. Da kommen wir schon auch zum Punkt zum Thema Datenschutz und Datensicherheit im Rahmen von Modern Work. Wie siehst du das, wie Datenschutz und Datensicherheit im Rahmen von Modern Work überhaupt eingehalten werden kann? Das ist ein interessantes Thema. Natürlich hat man dort einen erhöhten Aufwand, ja, ich sag mal so, Maßnahmen zu implementieren, um den Datenschutz und die Datensicherheit, die Vorgaben, die man hat, aber auch natürlich das, was man selbst natürlich auch tun muss, um seine Sicherheit im Unternehmen zu gewährleisten, dort umzusetzen. Und die Herausforderung, glaube ich, darin besteht ja, dass jetzt nicht mehr nur die Daten abgegrenzt werden können auf die Standorte des Unternehmens, sondern plötzlich die Daten natürlich eine multiple Anzahl von Standorten ja, erreichen. Ja, genau, das ist vielleicht das richtige Wort, erreichen. Und man dort natürlich ganz andere Sicherheitsmechanismen implementieren muss. Ob die jetzt organisatorisch oder technisch sind, das ist natürlich immer ausschlaggebend davon, was man dort genau betrachtet. Aber ich glaube, es ist besonders wichtig, Punkt A, sich mit der Datenschutzgrundverordnung, die ihre Berechtigung einfach auch hat, in der modernen Zeit auseinanderzusetzen, aber auch gleichzeitig mal reinzuschauen in den BSI-Grundschutz oder eben auch eine ISO 27001, was dort an Informationssicherheit gefordert wird, weil wir sehen es ja auch immer wieder bei uns und auch bei den Kunden, die Angriffe auf die Infrastruktur und die Daten nehmen einfach zu. Und Angriffe kann man nicht sagen,
dass das nur Angriffe sind, die übers Netz kommen, sondern es gibt auch genügend Angriffe, die durch Social Engineering oder eben auch durch Besucher oder sonstiges, es kommt natürlich immer auf das Unternehmen drauf an, stattfinden oder durch Infiltrierung. Und das ist alles oftmals eine Kombination, um an Daten zu gelangen bei den Unternehmen und natürlich dort einen Vorteil. Und man muss ja dazu sagen, dieses Angriffsverhalten hat ja immer irgendwo einen Auftraggeber im Hintergrund. Ne? Das kann Industriespionage sein, das kann derjenige sein, der einfach nur versucht, dort ja monetäre Erträge damit zu generieren, etc. etc. Den soweit halt insgesamt einzuschränken, dass man sich auf einem gesunden Niveau befindet in der Organisationseinheit, was die Maßnahmen organisatorisch betrifft und natürlich auch in der technischen und im technischen Schutz dahingehend. Und da glaube ich, dass viele Unternehmen Nachholbedarf haben. Wenn man sich das jetzt in den Zulieferketten der deutschen Industrie ja anschaut, dann wird ja oftmals auch schon teilweise bei den Ausschreibungen gefordert, dass da eine ISO-Norm oder beim Automobilkonzern ein TISAX-Zertifikat vorliegt und teilweise kann man dann schon gar nicht mehr bei den Ausschreibungen mit richtig teilnehmen, wenn man das halt nicht mit erlangt hat. Aber es bedeutet natürlich auch vor allen Dingen in der Zulieferkette einen erhöhten Aufwand für die kleinen Zulieferer überhaupt so eine Zertifizierung zu erreichen. Wobei ich aber immer der Meinung bin, dass die Kleinen es sogar teilweise noch am einfachsten haben, weil sie bei einer Einführung der Informationssicherheitsrichtlinie und den entsprechenden Policies, die noch alle dazugehören und auch beim Datenschutz eigentlich die kleinere Belegschaft und die geringere Prozessanzahl haben, mit denen sie starten können. Und das hat man als Nachteil, oftmals aber noch technologisch aufrüsten müssen, um gewisse Anforderungen einzuhalten. Das bedeutet schon, damit man diese Zertifikate erreichen kann, muss man schon etwas Geld in die Hand nehmen. Aber damit hat man die Möglichkeit auch wieder im Bieterwettbewerb mit da vorne dabei zu sein. Und je eher man natürlich auch auf so etwas setzt, desto größer ist die Chance, gegebenenfalls der Wettbewerb hat es eben noch nicht getan, dass man mit Teil des Bieterwettbewerbs sein darf. Und gleichzeitig aber auch den Effekt dafür sich selbst nutzen kann, dass eben nicht vielleicht simple Angriffe plötzlich im eigenen Unternehmen zum Ziel führen und man das Unternehmen für mehrere Tage, Wochen oder auch gegebenenfalls für immer stilllegen muss, weil man einen erheblichen Datenverlust erlitten hat oder eine große Informationssicherheitslücke hat oder, wie auch schon passiert ist, plötzlich Maschinen ferngesteuert wurden und eine ganze Produktion crasht. Also man sieht das ja immer wieder und ist es keiner davor geschützt, dass einem das nicht trotzdem passiert, aber je besser natürlich das Verständnis bei den Mitarbeitern ist, wie Angriffe und Datenschutz, also wie der Angriff erfolgen und Datenschutz zu leben ist und auf was man Acht geben muss und je besser die Techniken sind, die implementiert sind, desto stabiler wird auch dieses ganze Gefüge einfach sein. Das ist definitiv. Und du hast jetzt auch immer wieder den Mitarbeitenden auch schon vorher angesprochen. Wie wichtig ist es für dich, den Mitarbeitenden in die ganzen Prozesse oder neuen Arbeitsweisen überhaupt mit einzubeziehen? Also ich finde das sehr wichtig, aber ich weiß selber aus eigener Erfahrung und das kannst du mir sicher bestätigen, dass das nicht immer einfach ist im täglichen Geschäft, weil so viele andere Dinge auf jeden Einzelnen teilweise einströmen. Dann gibt es ja auch Mitarbeitende, die Doppelfunktionen haben in den Unternehmen. Das sind natürlich auch quasi Schlüsselpositionen, die sehr interessant sind immer wieder für Angreifende. Und ich glaube, dass dieses permanente Bewusstseinswecken einfach auch auf dieser Ebene eine Notwendigkeit ist, dass man immer wieder darüber spricht, auch wenn da Dinge negativ passieren, darüber spricht. Zum Beispiel in der ISO 27001 ist das ja auch richtig gefordert, dass man da Protokolle führt darüber, was passiert, wie es passiert ist, wie kann man sich davor schützen und wie reagiert man darauf in Zukunft und was sind eigentlich die Maßnahmen, die abgeleitet werden. Und das bedeutet natürlich auch, Maßnahmen müssen dann kundgetan werden, Mitarbeiter darüber informiert. Und das sollte natürlich auch alles relativ schnell und zügig gehen. Und dementsprechend ist dem eine Schlüsselfunktion zuzustellen, dass man die Mitarbeitenden eigentlich dauerhaft mit da mitnimmt. Und aus meiner Sicht ist einmal eine Datenschutzschulung im Jahr, die man halt nach Standardvorgaben irgendwie macht, schon gut, aber nicht ausreichend. Sondern man sollte dafür Schlüsselfunktionen bei sich im Unternehmen auch
finden oder Schlüsselpositionen finden oder Mitarbeiter, die sich auch damit identifizieren können, die immer wieder auch aus Eigeninitiative heraus, sobald etwas passiert ist, die anderen Kollegen mit informieren und dafür natürlich auch werben, da Acht zu geben auf solche entsprechenden Muster, die da auftreten können. Und wenn man jetzt mal außerhalb von Datenschutz und Datensicherheit denkt, da spielt es auch eine wichtige Rolle in modernen Arbeiten. Wie arbeitet denn eigentlich mein Mitarbeiter? Wie würdest du da vorgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Technologien, Prozesse einführe, wie ich da meinen Mitarbeiter am besten mitnehme? Am besten, indem man selber vorlebt. Eine ganz simple Aussage. Also ich glaube, die Führungskraft muss wirklich das vorleben. Man sollte sich die Early Adapter in den Teams suchen, die man da mitnimmt, und die müssen die anderen mitnehmen. Ich glaube, eine Schulung ist immer ganz praktisch. Aber die eigentliche Problematik tritt dann meistens erst im Doing auf, also im Live-Betrieb. Und da ist es einfach wichtig, dass man jemanden hat, an den man sich wenden kann, ne? Und wenn es im Team jemanden gibt, der da halt affin dafür ist, dann sollte man schon mit demjenigen sprechen und sagen, du, pass mal auf, hast du eine Möglichkeit, wenn da Fragen aufkommen, deinen Kollegen zu helfen? Ich gebe dir auch die Zeit dafür. Dann musst du halt mal schauen, wie du gegebenenfalls deinen täglichen Workload auf den anderen Kollegen oder die Kollegen mit umlegen kannst. Oder ich unterstütze dich wiederum mit dazu. Oder wenn das eben mehrere sind, einfach auch gemeinsam besprechen, wie kann das stattfinden, weil das ist wie bei Kindern, glaube ich. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, letztens beim Fahrradfahren dann von meinem kleinen Sohn. Die Kinder lernen am besten von den Kindern, weil man kann sich da manchmal sehr viel Mühe geben und das erklären, aber irgendwie hat man eine andere Sprache teilweise dazu. Wenn man wie wir oftmals aus der IT kommt, dann spricht man Dinge anders. Ich sag mal, der klassische Mitarbeiter, der guckt dann eher fragend an, was hat er denn jetzt da gemeint? Und der Kollege, der vielleicht auch so ein bisschen technisches Verständnis hat, aber doch nicht ganz auf dieser technischen Ebene in dem Level ist und einfach auch einen anderen Sprachgebrauch verwendet, kann das einfach besser erklären. Und derjenige, der dort nicht Bescheid wusste, der sagt dann, ach, das ist ja schön, dass du mir das jetzt mal einfach übersetzt hast, was hier gemeint ist. Ich habe das einfach vorher nicht verstanden. Und ich glaube, das ist auch genau das Thema. Man muss sich immer auf das jeweilige Niveau dann einlassen, damit man auch da gut Resultate erzielen kann. Und du versuchst auch immer quasi, das schon möglichst zu übersetzen und möglichst einfach zu halten. Aber ich glaube auch wir, wie du schon richtig sagst, haben teilweise unseren eigenen Sprachgebrauch. Und deswegen ist vielleicht auch ganz gut, im Unternehmen immer noch andere Personen dazu mit anzusprechen. Ja, und das ist natürlich auch immer so, ne? Auch wenn man mehrere Kulturen im Unternehmen hat. Der Sprachgebrauch unterscheidet sich natürlich teilweise von Kultur zu Kultur. Und da muss man auch schauen. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, hier einige Mitarbeiter habe, die vielleicht aus einer anderen Nation stammen, dass ich mir dort halt die Leute suche, die das gut übertragen können, weil die es vielleicht einfach im Deutsch oder Englisch gar nicht richtig verstanden haben, sondern du brauchst jemanden, der dort irgendwo muttersprachlich nochmal mit nachbessert und das nochmal einfach auch erklärt. Genau, das ist natürlich immer eine große Herausforderung, aber ich glaube, nur so kann es funktionieren, dass man sich einfach auf die einfachen Dinge, den gesunden Menschenverstand verlässt und sagt, guck mal, wie es in der eigenen Familie funktioniert, ne? Und man da halt mit offenen Augen einfach durchs Feld geht. Und deswegen glaube ich auch, dass das wichtig ist, dass es immer Menschen gibt, die viele Erfahrungen sammeln, die viele Einflüsse haben, weil das sind auch, glaube ich, diejenigen, die dann am besten die anderen mitnehmen können oder auch Innovationen mit reinbringen. Zum Thema Innovation nochmal. Du hast ja auch schon viele Innovationen vorangetrieben, vorangebracht und du versuchst in deinen Ideen auch immer dieses ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit, Nachhaltigkeit mit Technologie zu verbinden. Wie versuchst du das, das alles unter einen Hut zu bekommen? Mit gesundem Menschenverstand. Nee, ist vielleicht etwas zu einfach gegeben, die Antwort. Die Ideen entstehen ja nicht aus der Luft heraus. Die Ideen, die da kommen, ist vielleicht ein Mix, den ich persönlich dort mitbringe. Also Punkt A, interessiere ich mich für wirtschaftliche Aspekte, Punkt B für Technik und Punkt C eigentlich für alles, was Neues. Und natürlich auch, was Sicherheit anbetrifft und Nachhaltigkeit. Das sind nun wirklich so verschiedene Facetten. In meiner Historie, da ich auch frühzeitig angefangen habe, mich im Unternehmensfeld zu betätigen, also ich weiß nicht, werden die meisten ja nicht wissen, aber ich habe mein erstes Unternehmen mit 14 gegründet, im Jahr 1999, in Vormundschaft meiner Eltern natürlich, mit 18 ist das in meine Hand übergegangen, dann habe ich studiert Multimedia-Technik hatte wirklich jeden Einfluss bei uns, kann man so sagen, also wir haben alles mal angeschnuppert, viele Kommilitonen haben gesagt, wir haben aber irgendwie nichts richtig gemacht, für mich war es perfekt, einfach aus der Historie heraus, dass ich von allen irgendwie Ahnung habe, aber für den jeweiligen Tiefgang mir dann entsprechend einfach jemand suche oder mir das selbst weiter aneigne und damit aber eine gute
Möglichkeit habe, die Vogelperspektive einzunehmen und damit auch wiederum einhergeht, dass man ja diese Ideen in Business umsetzen kann. Und nicht jede Idee, muss man ja auch dazu sagen, ist eine fruchtende Idee. Wir haben auch, oder ich habe schon viele Ideen vorangetrieben, wo ich heute sage, hättest du vielleicht manchmal vielleicht noch ein bisschen warten müssen oder war vielleicht nicht so das Zielführende, haben die Leute nicht angenommen, woran lag es eigentlich, hast du ein schlechtes Marketing gemacht, war das Produkt Mist oder dieser Review-Gedanke ist natürlich auch immer dort entsprechend notwendig. Und teilweise holt man auch Ideen wieder, die man schon vor Jahren hatte, dann plötzlich wieder aus der Schublade und denkt, eigentlich passt die jetzt ja wieder in die Zeit. Und um dort wiederum das ganze Thema Datenschutz und Informationssicherheit, weil wieder den Bogen dahin zu spannen, muss man natürlich ein bisschen affin dafür sein. Also mal ein Beispiel in unserer Raumbuchungslösung. Ne? Also wenn Kunde jetzt mit einem Feature-Request, das hatte ich gestern, bei mir steht und sagt, du, ich möchte gern unbedingt in unseren Raumdisplays den Organisator dort mit auswählen können, wenn da jemand eine Schnellbuchung direkt am Display macht. Ich habe dann als erstes gefragt, ist ja alles ganz nett, aber dann heißt das ja, wenn die im öffentlichen zugänglichen Bereich hängen, haben wir dort ja die komplette Mitarbeiterliste dann gegebenenfalls zugänglich. Da müssten wir uns ja was überlegen, wie wir das verhindern können. Das könnte man dann wieder, und da kommt der Punkt, wieder des Technikers heraus, über vielleicht eine Authentifisierung, über eine NFC-Karte oder einen NFC-Chip machen oder man müsste einen PIN eingeben. Da gibt es vielfältigste Lösungsmöglichkeiten und das Wichtige ist mir dann immer, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und sagen, wie seht ihr denn das? Was habt denn ihr da für Erfahrungen? Wie wird denn das bei euch gehandhabt? Und wenn du dann so ein, zwei, drei, vier Kundenfeedbacks dir einholen kannst, ist das enorm wichtig, damit du weißt, wie du dann auch das weiterentwickeln musst. Und eigentlich den gesetzlichen Anforderungen damit wieder Genüge trägst. Andererseits muss man auch wieder sagen, es interessiert nicht jeden Markt. Also wenn ich in den USA mit Datenschutz um die Ecke komme, sagen die, pff, ist mir eigentlich ehrlich gesagt teilweise Rille. Ist doch gut, wenn alle Mitarbeiter zugänglich sind und die suchen können dann nach den Mitarbeitern, dann wissen sie, wen gleich wer alles arbeitet. In unserem Umfeld natürlich wieder nicht. Und diese verschiedenen Anforderungen und das Bewerten, das ist schon teilweise eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn man wieder diese Vogelperspektive einnimmt an der Stelle, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Man muss es aber am besten natürlich immer im Team machen und auch im Zusammenspiel mit den Usern. Also egal, ob das jetzt Kunden sind oder interne Nutzer. Und das ist ja auch bei uns immer so ein gelebtes Thema. Ich möchte einfach auch, dass unsere Ideen, die zu Produkten geworden sind, dann immer wieder auch von der ersten Entwicklungsstelle vom ersten Entwicklungsstatus her auch von den Mitarbeitern genutzt werden, um eigenes Feedback zu bekommen. Und Kritik ist ja nicht schlimm. Klar, es tut es manchmal erstmal weh, wenn man eine Idee hat und der andere sagt, was ist denn das für ein Mist, ne? Muss man besser machen an der und der Stelle. Aber es bringt das Produkt voran. Und jede Kritik kann ja auch wieder einen Mehrwert geben. Genau, Oder es genau. gibt auch positive und negative Kritik. Bei den Chinesen wieder, wenn ich mal darauf zurückkomme, bei der Automobilindustrie, ne? Die Chinesen werden natürlich jetzt nicht viel Autos hier verkaufen, weil die einfach nicht für unseren Markt konzipiert sind. Die haben völlig andere Anforderungen, ein völlig anderes Verständnis von den Fahrzeugen, wie in Deutscher oder Europäer. Das können wir derzeit noch ganz gut nutzen für uns, aber es wird nur eine geringe Zeit brauchen, bis sie das auch verstanden haben. Und deswegen müssen wir auch schnell sein. Und wenn Deutsche dort Autos verkaufen wollen, mal nur, ich habe immer dieses Autothema, weil ich immer dazu relativ viel auch lese, in den chinesischen Markt, dann sind wir teilweise viel zu langsam, um diese Nutzungsart in der Kultur zu verstehen. Und wir haben halt immer gedacht, wir können mit unseren großen Autos punkten, die PS und Sportlichkeit und Fahrwerk haben. Aber diese Kulturen, die in China sind, in den Big Cities, die haben ein völlig anderes Werteverständnis und haben völlig andere Präferenzen dahingehend. Und da muss man sich jeden Markt immer wieder anschauen, wo man dann halt punkten will. Nehmen wir das Ganze doch als Herausforderung an. Und jede Herausforderung ist ja auch gleichzeitig auch noch eine Chance, sich zu verbessern, sich zu steigern und die Herausforderung einfach zu nutzen. Da bin ich völlig bei dir. Man muss das immer als Herausforderung und Chance sehen. Und ich glaube, wir haben ganz viele Chancen, weil wir immer noch eins ganz gut können. Das ist die ganze deutsche Ingenieurskunst. Wobei ich manchmal glaube, dass die irgendwo dann teilweise auf der Strecke bleibt mittlerweile, weil es immer weniger Leute gibt, die viele Dinge in einer Person vereinen und damit natürlich die Kreativität je Person aus meiner Sicht leidet und erst wieder zustande kommt, wenn sich Teams treffen. Aber das Treffen in Teams natürlich auch wieder zu gewissen Themen weitaus schwieriger ist, was wir ja eingangs schon eingeleitet hatten. Und wenn das in einer Person natürlich verbunden ist, besser. Aber
Ich denke schon, dass man einfach aus der Vergangenheit gut schöpfen kann noch. Und heutzutage vielleicht einfach auch die ältere Generation, die jetzt kurz vor der Rente ist oder in Rente geht, doch immer mal wieder als Ideengeber, als ja, Begleiter mit heranholt, die auch nicht einfach so abgleiten lässt, würde ich es mal so nennen. Weil viele Ältere wollen ja auch gar nicht einfach so aus dem Arbeitsleben geschubst werden. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Ich muss jetzt in Rente gehen und mache jetzt was völlig anderes. Ja, ich möchte vielleicht doch irgendwo mal gern, wenn ich älter bin, was anderes machen, aber ich möchte eigentlich auch nicht aus meinem Arbeitsleben heraustreten und aus meiner Tätigkeit, sondern ich möchte vielleicht einfach nur mein Freizeitgehalt entsprechend erhöhen. Und ich denke, da gibt es ganz viele davon und da sollte man auch Möglichkeiten in den Unternehmen finden, die zu halten, die zu binden, mit jungen Leuten zusammenzubringen und dass eben dieser Know-how-Transfer zwischen jung und alt und jung stattfindet und auch das gegenseitige Verständnis, wenn vielleicht jemand Älteres dann nicht gleich das so verstanden habe, wie ich das gemeint habe, dass man das nochmal erklärt und sagt, wie habt denn ihr das früher gemacht und sich das auch nochmal zu überlegen, sind die Erfahrungen, die jetzt hier mit rüberkommen, vielleicht anwendbar in meiner Zeit, aber genauso auch die Älteren nicht darauf beharren und sagen, das haben wir schon immer so gemacht und du bist jung und oder mittleren Alters und deswegen kann es gar nicht sein, dass das jetzt besser geht, sondern einfach auch zu sagen, dass man die Älteren halt dann wirklich mithält, die da offen sind in der Art und Weise im Umgang und sagt, hey cool, ja, haben wir ja früher vielleicht immer so gemacht, aber man könnte das ja jetzt eigentlich mit den neuen Technologien, mit den neuen Ideen jetzt hier verbessern und bringt dann was ganz Neues auf die Beine. Definitiv. Und ich denke auch, das ist ein guter Schlusspunkt und ein gutes Schlusswort von dir nochmal gewesen. Lieber Marco, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen, vielen Dank für den tiefen Einblick. Und wir werden uns sicherlich in der Zukunft nochmal den ein oder anderen Bereich näher mit dir zusammen betrachten, wie zum Beispiel das Thema Datenschutz und Datensicherheit im Bereich von modernen Arbeiten. Und nun heißt es auch, Danke zu sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und nun sehen wir uns in 2 Wochen wieder.